Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videobeitrag aus der Schweiz. Ich schreibe aktuell meine Masterthesis hier an der ETH Zürich und habe mir heute mal angeschaut, wie nachhaltig die ETH eigentlich ist. An der ETH Zürich forschen, studieren, arbeiten und lernen ca. 30.000 Menschen. Um einen positiven Impact für die Gesellschaft von heute und von morgen zu haben, hat die ETH Zürich verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien in den Bereichen Forschung, Bildung, Dialog und Campus entwickelt. Die ETH hat zwei Hauptcampi, einen in der Innenstadt und einen außerhalb von Zürich auf dem Höngerberg. Da befinde ich mich auch gerade. Um den CO2-Ausstoß, welcher bei individuellen Fahrten zwischen den Campi entsteht, zu reduzieren, hat die ETH elektrische Busse angeschafft. Diese elektrischen Busse sind kostenlos für Studierende und Angestellte und pendeln 3 bis 4 Mal pro Stunde zwischen den Campi hin und her. Um Anreize zum Fahrradfahren zu schaffen, gibt es auf den ETH-Campi verschiedene Bikesharing-Angebote sowie die Möglichkeit, kostenlose Fahrradreparaturwerkstätten zu nutzen. Auf dem ETH Campus Höngerberg sind verschiedene Photovoltaikanlagen installiert. Auf dieser Tafel kann man sehen, wie viel Megawattstunden Strom insgesamt schon produziert wurden und wie viel Leistung die aktuell aktiven PV-Anlagen haben. Die steigende Anzahl an Studierenden und Angestellten auf dem Campus sowie die voranschreitende digitale Transformation in der Lehre und in der Forschung führen zu einem erhöhten Energiebedarf hier auf dem Campus. Deshalb gibt es das Leuchtturmprojekt Energy Grid. Mit diesem dynamischen unterirdischen Speichersystem, welches zum nachhaltigen Heizen und Kühlen verwendet wird, kann die ETH nun jährlich ca. 5000 Tonnen CO2 einsparen. Außerdem gibt es hier noch den Community Garden Seed City, der insbesondere die Biodiversität auf dem Campus erhalten soll. Als international agierende Universität steht die ETH in kontinuierlichem Austausch mit anderen Wissenschaftsorganisationen und der Industrie. Etwa die Hälfte des CO2-Abdrucks der ETH kommt aufgrund von Dienstreisen mit dem Flugzeug zustande. Auch in dieser Kategorie möchte die ETH ihren CO2-Fußabdruck senken. Bereits 2019, also vor der Corona-Pandemie, ging die Anzahl an Flugdienstreisen aufgrund der internen Initiative Stay Grounded, Keep Connected um etwa 10% zurück, in Referenz auf die Bezugsjahre 2016 bis 2018. Auf den ETH-Campi gibt es diverse Cafés, Restaurants und Kantinen, in denen täglich tausende Studierende, Angestellte und Gäste essen. 2018 hat die Kantinenkommission ein Projekt ins Leben gerufen, um das Kantinenangebot bzw. Catering-Angebot auf dem Campus nachhaltiger zu gestalten. Ziel des Projekts ist es, den CO2-Abdruck des Kantinenangebots auf dem Campus signifikant zu senken. Kantinenbetreiber auf dem Campus können an dem Projekt teilnehmen, indem sie den CO2-Fußabdruck ihres jährlichen Warenkorbs berechnen, diesen transparent gegenüber der ETH machen, sich zur Reduktion des CO2-Abdrucks verpflichten und einen Maßnahmenkatalog offenlegen, inwiefern sie diese Reduktion bewerkstelligen möchten. So, inzwischen sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Zum Ende möchte ich gerne noch hinzufügen, dass die vorgestellten Projekte lediglich eine Auswahl der Projekte des Nachhaltigkeitsprogramms der ETH sind. Und wenn es euch noch tiefer interessiert, was die ETH sonst noch alles macht, dann schaut doch einfach mal in den Nachhaltigkeitsreport. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.